Oftmals ist Volkswagen nicht in der ersten Welle eines neuen Trends. Wenn die neuen Wünsche der Kunden dann aber Fahrt aufnehmen, ist VW oftmals sehr geschickt, diese dann genau zu analysieren und mit einem perfekt entwickelten Produkt den Markt anzuführen. Und so soll es auch beim T-Roc, einem Crossover-SUV der Kompaktklasse sein, der den von Modellen wie dem Opel Mokka dominierten und extrem boomenden Markt von hinten aufrollen soll. Trendig ist Volkswagen allerdings in einem neuen Trend bei der Vorstellung des T-Roc. Während einige Hersteller wie Mercedes-Benz ihre Modelle weiterhin auf den großen Automobilmessen präsentieren und damit regelmäßig in der Flut der Neuheiten untergehen, zeigt Volkswagen den neuen T-Roc exklusiv am Comer See, eine Woche vor der IAA 2017. Somit haben die Wolfsburger die ganze Aufmerksamkeit für sich. Die Show ist wie immer spektakulär und verweist auf den Ausbau der SUV-Palette der Marke unterhalb von Touareg und Tiguan. Die Spannung steigt und da ist er, der neue Volkswagen T-Roc. Der T-Roc entspricht mit einer Länge von 4,23 Meter nahezu exakt dem aktuellen Golf. Mit 1,82 Meter ist er jedoch nochmals breiter und die Höhe von 1,57 Meter entspricht seinem Wesen als Crossover-Konzept. Mit diesem Fahrzeug kann der Besitzer seinen jugendlichen Freiheitsdrang nach sportlicher Betätigung und einem aktiven Lebensstil zum Ausdruck bringen, auch wenn er niemals die befestigten Asphaltstrecken der City verlassen wird. Alle SUVs bei Volkswagen beginnen mit T, Tiguan, Touareg. T-Roc war der Arbeitsname dieses kompakten SUVs. Er hat sich dann so eingebürgert und hat uns so gut gefallen, dass wir den Namen belassen haben. Das ist ja ein SUV in der Größe des Golf etwa, nur steht er etwas höher. Also auch kleine SUV wachsen stark, sie werden auch effizienter. Und die Kunden lieben dieses Fahrverhalten, aber natürlich auch den Ausdruck von Freiheit, das Gefühl, mit dem Auto überall hinzukommen, on-road, off-road, in der Stadt, auf der Landstraße. Und die hohe Sitzposition ist natürlich auch in der Stadt für viele sehr, sehr attraktiv. Gerade die kompakten SUVs, die dann auch eben beim Kraftstoffverbrauch akzeptabel sind, die sich kompakt anfühlen, ähnlich wie PKWs, wachsen sehr stark und deswegen glauben wir, dass wir hier in einem Sweet Spot des weltweiten SUV-Marktes sind, das sehr gut zu uns passt und deswegen sind wir sehr optimistisch. Und dies könnte gut gelingen, denn den Premierengästen hat der neue T-Roc fast ausnahmslos gefallen. Interessant ist dabei, dass Volkswagen wieder eine neue und sehr markante Designsprache einführt. Wir suchen ganz bewusst nach neuen Formen. Wir werden viel expressiver, viel charakterstärker. Das ist unser Ziel. Wir wollen aus der Masse auftauchen, ja, und Volkswagen soll begehrlich werden. Wichtig ist, dass man dem Fahrzeug von vornherein eine klare Persönlichkeit mitgibt und die dann herausarbeitet, herausschält. Das haben wir getan. Ja, der T-Roc ist sehr sportlich konnotiert. Er soll agil und lebendig sein auf der Straße. Deswegen haben wir gesagt, na, wir machen das so, dass wir ein Crossover machen zwischen einem Coupé und einem SUV. Ja, der T-Roc ist einzigartig. Sehr klar, sehr sauber gestaltet, aber eben auch extrem expressiv. Da sich die Designer einerseits über die oftmals tristen Bestellungswünsche der Kunden wundern, gleichzeitig aber alle Varianten des neuen Modells kennen, welchen Insider-Tipp hätten Sie denn, Herr Bischoff? Erstmal die größten Räder bestellen, dann würde ich empfehlen, das schwarze Dach zu nehmen. Und eine Metallic-Lackierung, damit die Formen schön rauskommen. Die Vielfalt an möglichen Farbvarianten ist enorm.
Das Interieur glänzt zudem je nach Ausführung mit optionalen Verblendungen in Wagenfarbe, die einen frischen und bunten Akzent setzen. Und auch die Sitze sind anspruchsvoll und teilweise mehrfarbig gestaltet. Wenn man den Wagen sieht, hat man eigentlich sofort ein gutes Gefühl. Der Wagen hat eine extrem positive Ausstrahlung, starken Charakter, ist sehr selbstbewusst. Bringt alles mit, was SUVs stark macht. Viel Platz, viel Geräumigkeit. Aber ist halt kompakt geblieben, ist eigentlich für die Stadt gemacht. Er hat einen Lifestyle, wie ihn ein Volkswagen so noch nie hatte. Und für diesen Wagen lege ich meine Hand wirklich ins Feuer. Der wird in ganz kurzer Zeit auch, ich sag mal, wirklich eher short sein in Supply. Also wird es deutlich mehr Nachfrage geben, als die wir bedienen können. Anstatt ein besonders gediegenes Ambiente zu schaffen, hat VW beim T-Roc in ein Infotainment-System und Assistenzsysteme investiert. Und das dürfte angesichts der anvisierten jungen Zielgruppe und dem Trend zu kleinen City-SUVs genau richtig sein. Zum Marktstart gibt es den T-Roc mit 3 Otto- und 3 Dieselmotoren mit 115 PS bis 190 PS. Wir bieten den T-Roc ja auch ganz bewusst mit Benzin- und Dieselaggregaten an, weil dafür ist er gemacht. Die Proportionen des Fahrzeugs sind genau auf dieses Konzept geschnitten. Und wir glauben ihm halt, dass wir mit modernen Aggregaten, Diesel und Benzin auch zukünftig noch, ich sag mal, viel Freude auf unseren Straßen haben wird. Wir stehen für das, was wir immer gut gemacht haben, fantastische Produkte und zukunftsfähige Aggregate, an denen wir jetzt entwickeln in den elektrischen Fahrzeugen oder die wir jetzt schon anbieten können in modernen Benzinern und Dieselaggregaten. Was wir jetzt zurzeit inzwischen auch schaffen mit unseren Produkten, ist halt sehr viel mehr Emotionen zu vermitteln, eine neue Klientel anzusprechen. Und der T-Roc wendet sich natürlich nicht nur an unsere Stammkunden, die natürlich den Wagen auch begehren werden, aber wir wollen mit dem Wagen natürlich auch wildern und erobern und die Marke auch natürlich dann expandieren. Die Einstiegsmodelle gibt es nur mit Frontantrieb und 6-Gang-Handschaltung. Bei den stärksten Motoren sind Allradantrieb und 7-Gang DKG obligatorisch. Schon jetzt dürfte der T-Roc das sportlichste Angebot in seinem Segment darstellen. Mit dem T-Roc könnte Volkswagen ein neuer Megaseller gelungen sein.